Ein weiterer Erfolgsautor, den ich persönlich auch sehr liebe und sehr mag, das ist Joe Nesbo. Ich darf einmal vorgreifen hier. Natürlich. Der Dr. Protters, die Zeitbadewanne. Das kann ich persönlich als Weihnachtsgeschenk sehr empfehlen. Und Herr Böhme, erzählen Sie kurz etwas über den Inhalt des Buches. Also das ist der zweite Band von Joe Nesbo, der bei uns erschienen ist. Ganz eindeutig ein Kinderbuch. Und die handelnde Person sind zwei, ist ein kleiner Junge, der heißt Bulle. Der ist wirklich ganz doll süß und ein bisschen frech, aber an sich eigentlich ein ganz liebenswerter Charakter und seine beste Freundin. Der Dr. Proctor ist ein völlig verwirrter Wissenschaftler, der ganz verrückte Sachen erfunden hat. Im ersten Band hat er einen Pupspulver erfunden und im zweiten Band stellt sich heraus, er hat auch eine Zeitbadewanne erfunden. Und man kann mit der in verschiedenen Epochen reisen. Der Bulle reist mit dieser Zeitbadewanne zu den zur Tour de France Anfang des Jahrhunderts. Er reist ins Mittelalter und zur Zeit der zu Napoleon reist er. Alles eigentlich deswegen, weil er dem Dr. Proctor seine Freundin, die er, als er sehr jung war, verloren hat, weil er nicht standesgemäßer Partner war, wieder zu beschaffen. Also die Vergangenheit so zu verändern, dass die beiden doch zusammenkommen. Das letzte Buch, was wir vorstellen wollen, ist Tage wie diese. Nehmen einmal. Was hat Sie jetzt veranlasst, speziell dieses Buch für uns rauszusuchen, damit Sie das vorstellen möchten? Eigentlich hat mich, das ist das neueste Buch in einer Reihe von Büchern, die wir als realistische Liebesgeschichten bezeichnen. Die sind bei uns, also es gibt keine Monster, es gibt keine Orks, es gibt ganz normale Menschen, die sich verlieben und entlieben. Und wir stellen fest, dass es ganz viele Leute gibt, die solche Geschichten gerne lesen. Die wollen was, wo sie denken, das hätte mir auch passieren können. Oder da finde ich mich wieder. Oder das hätte ich anders gemacht. Zum Thema Saphirblau möchte ich noch einmal ganz kurz zurückkommen. Sie haben dafür auch eine App gemacht fürs iPad. Das heißt, Sie gehen ja auch innovativ an die Jugend, ja, und ans iPhone, ans E-Book rein. Wie sieht da die Zukunft der Arena oder des Arena-Verlages aus? Und was erwarten Sie von Kunden, von Lesern und von den Jugendlichen, wie sich das in den nächsten 2 bis 3 Jahren entwickeln wird? Also für uns ist es unglaublich wichtig, auch diese modernen Wege zu bedienen, weil unsere Zielgruppe, die sind das gewöhnt. Die sind gewöhnt, Apps zu haben, im Internet nachzugucken, Dinge zu recherchieren, von dort her auch Texte zum Lesen sich zu holen. Und wir werden diesen Weg auf jeden Fall weiter beschreiten und unterstützen. Bei uns ist es im Moment so, dass wir denken, so wie das damals war, als das Auto erfunden wurde. Ganz am Anfang dachte man, das muss aussehen wie eine Kutsche, weil man nicht wusste, dass ein Auto ganz anders aussehen kann. Und diese Bücher, die wir im Moment als E-Book vertreiben, die sehen aus wie Kutschen. Die sind so, wie Bücher normalerweise waren. Aber der Weg wird dahin gehen, wir sind da ganz fest von überzeugt, dass wenn ich das als E-Book über den iPad oder über das Handy lesen kann und will, dass es zusätzliche Informationen gibt, dass Filme ablaufen, dass Musik abläuft, dass kurze Flashs gespielt werden, die deutlich über den reinen Text hinausgehen. Und da sehen wir den Weg und wir arbeiten da sehr intensiv dran, um dieses Bedürfnis dann auch befriedigen zu können. Man darf gespannt sein, gerade speziell auf diesen Weg und auf diese innovative Art und Weise, mit Büchern umzugehen, freue ich mich ganz besonders. Wenn Sie iPhone- oder iPad-Besitzer sind, laden Sie sich die App runter, schauen Sie sich das Saphirblau an. Es lohnt sich wirklich, kann ich empfehlen. Herr Böhme, schönen Dank fürs Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben und noch weiterhin viel Erfolg auf der Frankfurter Buchmesse. Dankeschön, ich danke Ihnen.